Ich habe bald was Neues für dich, Ellie. Werde wohl einen Banktresor knacken. Oh, welchen? Den in der Lego City Bank im Zentrum. Kein Problem. Benötigst du dabei Hilfe? Klar. Okay, gut. Auf dem Platz gegenüber der Bank wäre ein Eingang zum Abwasserkanal. Wow, Momentchen mal. Der Kanal? Wie wär's mit dem Haupteingang? Du willst zum Tresor? Der einzige Zugang ist durch die Lüftungsklappe. Moment. Das stimmt was nicht. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego City Undercover. Mit mir, dem Tobi. Erstmal einen schönen Schluck aus der Tasse nehmen. Was Neues für dich, Ellie. Werde wohl einen Banktresor knacken. Oh, welchen? Den in der Lego City Bank im Zentrum. Kein Problem. Benötigst du dabei Hilfe? Klar. Okay, gut. Auf dem Platz gegenüber der Bank wäre ein Eingang zum Abwasserkanal. Wow, Momentchen mal. Der Kanal? Wie wär's mit dem Haupteingang? Du willst zum Tresor? Der einzige Zugang ist durch die Lüftungsklappe über dem Raum. Und dahin kommst du nur durch den Kanal. Hattest du etwa einen roten Teppich erwartet? Ja, schon klar. Danke, Ellie. Die Karre ist richtig geil. Ups. Voll gegen die Kante. Ich hoffe, das Spiel stürzt nicht wieder ab. Tja, ja, das werden wir wohl sehen. Den ist es beinahe platt gefahren. Augen auf im Straßenverkehr, Chase. Ja. Oh! Das ist ein Notfall. Jawohl. Richtig unauffällig. Bam. Keine Sorge, die Mittagspause ist gleich vorbei und dann arbeite ich weiter. Das war seltsam. Bam. Thank you.
Jetzt ist die Sanitäterin. Ich glaube, das hat. Oh. Nach der Sache hier muss ich sehr, sehr lange duschen. Moment. Hey Chase, bist du in der Bank? Ich bin in einem Kanal. Bist du falsch abgebogen? Ah, ich zieh dich nur auf. Ich habe die Bedienungsanleitung für die Farbwaffe gelesen. Und? Ja, erstmal musst du sie an einem Farbwechsler auffüllen. Spitze. Okay. Allerdings sehe ich hier im Kanal gerade keinen. Entspann dich. Irgendwas sagt mir, dass da unten irgendwo einer ist. Okay. Moment. Hoffentlich bekommt die Polizeistation Prozente bei einer Reinigung. Ich will gar nicht wissen, wie dieser Schlüssel in die Kanalisation kommt. By the way, ich hab da etwas vergessen. Ups. Dafür wüsste ich gerne, wieso er in dieses Schloss passt. Diese rote Schaltfläche sieht wirklich wichtig aus. Ja, Chase. Kann man wohl so sagen. Oh, aus diesen Rohren müffelt es ja erbärmlich. Machen wir erstmal die Luken hier zu. Bam, 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 bam. Ja, moin. Das war ja jetzt lame. Das ist dann wohl ein Farbwechsler. Im Moment ist da was Grünes in der Waffe. Sehr gut. Wenn du rot leuchtende elektrische Felder siehst, schieß mit der Farbwaffe auf sie, um sie zu aktivieren. Hab eins über einer Schranke gesehen. Ich bin ganz heiß auf diesen Riesensmaragd. Er soll ja so groß sein wie ein Kopf. Ich habe nur nie Rückenschwimmen gelernt. Gehörte wohl zu einer königlichen Tante, die ihn dann verhökert hat, weil er zu schwer für eine Brosche war. Ich melde mich wieder. Ja, ja, mach das. Bam, 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 bam. Ach, komm schon. Huh?
Jawohl. So, bam, 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 bam. Nee, dafür springe ich jetzt nicht wieder. Chase, ich hab was gefunden. Halt die Augen nach roten Farbwechslern auf. Alles klar, rote Farbwechsler. Wow, dieser Smaragd. Er soll der reinste Smaragd der Welt sein. Nicht so ein plumper Klumpen wie die Dinger, die sie aus der Bluebell-Mine bergen. Die sind zwar auch wertvoll, aber kein Vergleich. Ja, geh du mal weiter. Tja, ja, ab und zu muss man halt auch ein bisschen gucken. Ich habe mir das Let's Play früher einmal angeguckt, als es auf. Also das Spiel noch nur auf der Wii U war. Und an diese Stelle konnte ich mich erinnern. Sorry. Aber an viel mehr. Sorry. Was zum... Wer versucht denn da eine Luftmatratze runterzuspülen? Tja, ja. Wer weiß das schon, Chase. Ach komm schon. Man kommt da doch bestimmt ran. Jawohl. Lego City Held ist für mich mittlerweile ein Muss. Jawohl.
LOL! Okay, den Move kannte ich noch nicht. Aber ich würde einfach mal behaupten, damit hat er nicht gerechnet. Leider habe ich bei Lego City gerade genau das gleiche Problem wie bei Kingdom Come Deliverance. Ich muss im Voraus aufnehmen und deswegen denke ich nicht, dass die Folgen so unfassbar lang werden. Also mittlerweile habe ich schon einiges an Kohle. Oh! Dynamit! Yo, sorry. Bam, 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 bam! Den Farbwechsler gefunden. Nachdem du die Waffe mit roter Farbe gefüllt hast, kannst du durch das Beschießen grüner Felder elektrische Anlagen ausschalten. Weißt du, das hier erinnert mich ein bisschen an die Zeit, als ich noch Brüche machte. Nur riskiere ich diesmal nicht direkt meinen Hals. Ich lese jetzt mal weiter. Ja, viel Spaß, Vinny. Ja, da komme ich doch locker hin. Bams. Bam, 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 bam. Wie cool wir uns abgerollt haben. Ich kann es regelrecht spüren. Der Riesensmaragd ist schon in der Nähe und macht mich bald steinreich. Hast du schon einen Hehler an der Hand? Nicht nötig. Das ist ein Auftragsbruch für einen Privatkäufer, der das Ding unbedingt will. Bau jetzt also ja keinen Mist. Der Letzte, der Mist gebaut hat. Ach, es war eine große Schande. Was ist passiert? Konnte ihn leider nicht mehr beschäftigen. Also haben wir ihn zu den Fischen geschickt. Bitte? Ja, er arbeitet jetzt als Wächter im Aquarium. Also bis später. Irgendwas leuchtet da unten. Ich glaube, das ist ein Fahrzeug. Anne? LOL! Ein Raketen-LKW. Also ich glaube, das Let's Play wird damit beendet sein, wenn wir alle Level dann auf 100% haben. Aber wenn wir die Story durch haben, wird es erstmal irgendwie eine Woche Pause geben. Und dann wird weiter. So ähnlich wie bei Kingdom Come, nur dass ich bei Kingdom Come mal weitermache, wenn ich meine neue Grafikkarte habe. Ach. Bam, bam, bam. So, jetzt gehen wir wieder an der Kaverne rein. Safe. Ich finde besser schnell den Smaragd und verdufte dann von hier, sonst erwischen sie mich noch. Hey, Chase!
Hier steht, dass die Waffe noch ganz andere Sachen kann. Mit ihr kann man auch Dinge versilbern. Und wieso mache ich mir dann die Arbeit, eine Bank auszurauben? Kein richtiges Silbermann. Aber es reicht, um Oberflächen glänzen und spiegeln zu lassen. Eignet sich gut gegen Laserstrahlen, kapisch? Ja, das könnte hier ganz hilfreich sein. Gut, füll sie mit silberner Farbe, wenn du einen Wechsler findest. Und halt Ausschau nach dem Riesensmaragd, okay? Meld dich, wenn du da raus bist. Jo, mach ich. So, ich würde jetzt sagen, ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht es dann hier weiter. Ich muss das echt üben. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao. Da drin war der Smaragd nicht.